Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon. Wir wollen heute einen Stall aufbauen. Dazu brauchen wir erstmal einen Stall. dann müsste er hier sein. Wir können, glaube ich, aber auch... Können wir den Architekten auch direkt aktivieren? Ja, aber wir machen das einfach hier direkt in dem Menü. Wir sind ja mal voll unkonventionell. Und ich hoffe, dass das hier reicht vom Platz. Ist eigentlich... Wieso geht das nicht? Ey, das ist doch voll die Ebene, oder? Ach, das geht bestimmt. Nee, hä, warum geht das nicht? Ist irgendein Mensch, warum das hier nicht geht? Hallo. Das wird doch eigentlich perfekt. So geht das nicht. Kann ich das da. Das muss doch gehen. Warum ich. Oh, Manno. Okay. Das Spiel hasst mich. Spiel, warum hast du mich? Änderungen verwerfen. Sad life. Wie mache ich denn? Was mache ich? Warum? Wo soll ich denn jetzt? Also ich meine, der Stall ist riesig. Wo soll ich denn hinstellen? Soll dann noch drumherum noch Platz frei sein? Dann müsste ich das ja alles wegbauen. Und dann ist das dann bis dran geklatscht. Das sieht dann kacke aus. Das ist nicht fair. Wo soll ich denn hin? Okay, vielleicht kriegen wir... Ich habe keine Ahnung. Ich gehe schlafen. Ich habe keinen Bock mehr, ich gehe schlafen. Aber vielleicht kann ich schon mal mit ein paar Dorfbewohnern reden. Da, mit dir möchte ich reden. Hallo. Ah, Felix. Die beste Zeit des Jahres, das Leben ist ein Reigen und man fängt die besten Fische. Hallöchen, Junge, wie geht's, wie steht's? Ja, gut zu hören. Ich habe vor kurzem versucht, etwas anzubauen. Hatte aber wenig Erfolg. Dürfte ich dich um ein bisschen Gemüse aus eigener Produktion bitten, damit ich den Vergleich habe? Ausgezeichnet. Danke vielmals, Yume. Meine teuerste. Ich hätte gern Kohl. Wenn das geht. Na ja, kein Problem. Haben wir Kohl? Ich weiß gar nicht, ob wir Kohl haben. Ich bin schon so gespannt darauf, deine feinen Erzeugnisse zu sehen, Yume. Ja, ich bin da auch gespannt. Kann ich hier rein? Kann ich ein bisschen was verkaufen? Kann ich hier die Dinge verkaufen? Ah, oh, hallo, hallo. Oh, hallo. Wie gefällt dir die Stadt hier? Sie ist hübsch, ne? Ja. Ja, gut. Ach da. Hi. Hallo du. Oh, du arbeitest viel im Freien. Für dich muss ein bewölkter Tag eine Erleichterung sein, ne? Okay, ja. Ich möchte gerne die Dinge verkaufen. Zum Beispiel die besten Zwiebeln aus meiner besten Zwiebelzucht. Und Barsche. Keiner mag Barsche. Oder wartet, ich koche aus Barsche bessere Sachen und dann gebe ich die dir, okay? Gut, schönen Tag noch. Ich sollte nun gehen, ich möchte mich nicht aufdrängen. Ja, ich gehe auch schon. Ich war gerade dabei. Ich wollte doch schon gehen. Ich war auf dem Weg nach Haus E. Okay, gut, dann kochen wir mal ein bisschen Barsche und verkaufen wir dann das Endergebnis für mehr Geld. Ich hoffe, dass das mehr Geld bringt. Kriegt hoffentlich mehr als 200, weil Barsch plus Salz ist ja 200. Und ach, gucken wir mal. Erstmal jetzt hier kochen. So, kochen. So, Brot. Barsch vom Grill. Ach, ich kann gleich hier mehr machen. Das ist super nice. Fertig. Ich habe Barsch vom Grill gekocht. Was anderes kann ich nicht kochen. Das ist aber schade. Also außer vielleicht Brot. Aber ich habe kein Mehl. Gut. Gut, dann... Was? Achso, Level up bestimmt. Rang aufgestiegen, Gerichte gesamt. Ja, ich bin Rang 2 beim Kochen. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, aber wir freuen uns einfach mal und gehen schlafen. Yay!
Die ist aber ganz schön nuttisch angezogen, sage ich mal so. Okay, ich habe geträumt, dass eine Frau in seltsamer, in seltsamer Kleidung herkommt. Ja, das, oh Gott, das sieht wirklich schlimm aus. Sie suchte jemanden, aber wen? Oh Gott, das sieht so schlimm aus. So, neuer Tag, neues Glück. Wir werden zuerst ein wenig, da ist sie. Wie war ihr Name? Bianca oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Wie war dein Name? Ich hab den vergessen. Eine unheimliche Dame in komischer Kleidung. Oh, wie alle auf ihre Kleidung abgehen. Ist schon auffällig. Das sieht wirklich merkwürdig aus. Du da, Mensch. Hm? Hallo, Mensch. Mensch, hörst du mich? Sonst hätte ich einen Zauberer, der dir Hasenohren verpasst. Was? Achso. Du hörst ja doch, du dummer Mensch. Du heißt Yume? Nun, ich bin Tabea. Die beste Hexe der Welt. Na gut. Und ich suche jemanden. Einen Zauberer. Einen komischen Vogel von einem Zauberer, genau gesagt. Kennst du ihn? Da ist er. Jetzt kommt der übelste Fight. Gerald! Ach, hier hast du dich also hin verkrochen. Jetzt habe ich dich. Also, es ist Zeit für unser Magie-Duell. Erinnere ich mich korrekt, dass der Name Tabea lautet? Für dich heißt das Tabea, beste Hexe der Welt. Zauberknilch, ich habe dich so lange verfolgt. Jetzt regeln wir das. Heute nicht. Ich habe zu tun. Wie? Du verweigerst ein Magie... ein Magieduell mit mir. Ich muss jetzt gehen. Oh. Hart gedisst. Du kannst dich einfach... Du kannst dich nicht einfach wegteleportieren. Stopp. Komm sofort zurück. Okay. Okay. Gut. Nehme ich so hin. Dann kann ich hier vielleicht irgendwie. Ich habe keine Erde verfügbar, natürlich nicht. Ich müsste mal gucken, dass ich vielleicht mal Erde kaufe. Ich brauche vielleicht noch ein paar Zwiebelsaat-Dinger und dann sollte ich vielleicht. Schauen, dass vielleicht Rowan sich so ein bisschen um meine Sachen kümmert. Dass ich ja vielleicht eher eine Mutation bekomme und eher die ganzen Quests abschließen kann. Muss ich mal gucken. Ach, kann ich nicht? Warte mal, da war doch was. Nee. Hä, konnte man nicht irgendwie ganz viel auf einmal ernten? Ah. So ging das. Nochmal. Yeah. Cooler Sheet. Kann ich Samen pflanzen? Was habe ich denn? Tulpen. Nur Tulpen. Dann kommen die Tulpen hier hin. So. 3, 2, 1. Fertig. Perfekt. Alle Samen sind gepflanzt. So, hier gieße ich noch ein bisschen. So. Mein Anliegenverlauf wurde aktualisiert, habe ich gelesen. Guck mal. Frage ist, bei wem da jetzt aktualisiert wurde. Oh ja, von Gerald. Zwergzwiebeln brauche ich dringend. Tulpen kommen noch. Kohl, werde ich das nächstes mir wiederholen. Okay, ich brauche Kohl auf jeden Fall. Und nochmal Zwiebeln. Kohl und Zwiebeln. Gut, gehen wir am besten dann gleich... Und holen Kohl und Zwiebelsaat. Oh je, besonders viel Kohl auf jeden Fall. Und noch ein bisschen Zwiebeln. Wobei, wir brauchen beides. Huhu, Sam, wir brauchen Kohl und Zwiebelsaat. Und wir sind zu doof, hier hochzulaufen. Meine Güte. Na komm. So, hi. So, Kohl und Zwiebeln. Und Erde hätte ich auch gerne noch ein bisschen.
Erstmal Kohl. Ich kaufe mal 6-mal Kohl. Und auch noch 6-mal Zwiebeln. Okay. Gibt es noch irgendwas, was ich unbedingt holen sollte? Nee. Gut, und dann nochmal ein bisschen Erde. 20-mal vielleicht. Ich weiß nicht. Oder 30-mal. So. Vegetarisch, da kommt 30-mal Erde. Sehr gut. Mein Anliegenverlauf hat sich aktualisiert. Bitte was? Was habe ich denn gemacht? Bestimmt, weil ich jetzt die Erde hatte für Dien, oder? Weil hier habe ich nichts. Hier habe ich nichts. Kohl brauche ich. Ja, bestimmt hier genau die Erde für Dien ist das nur gewesen. Gut, bauen wir an, ne? Und dann bitte ich heute Roman, dass er sich mal ein bisschen um die Pflanzen kümmert, weil, wie gesagt, ich glaube, da geht die Wahrscheinlichkeit auch hoch für eine Mutation. Jedenfalls war das in dem alten Teil so. Und so ein bisschen mutierte Pflanzen hat doch noch niemanden geschadet, oder? So eine kleine Pflanzenmutation am Morgen. So, wir brauchen mutatierte Zwiebeln. Braucht ihr auch mutatierte Zwiebeln? Meine Güte. Oh. So. Okay. Und jetzt noch ein paar Mal Kohl. Das kann alles noch spannend werden. Eigentlich wollte ich das woanders alles anbauen. So ein Mist, jetzt habe ich das hier angebaut. Naja, was will man machen? So. Erstmal alles gießen und dann gehen wir hoch zur Erntegöttin. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmalig so ein bisschen Terraforming, dass wir hier so ein bisschen das alles ordentlich hinkriegen. Mich stört das hier oben vor allem, die Kante hier oben. Das hätte ich auch gerne alles weg, aber ich kann das ganze Gebiet da oben noch gar nicht, betreten. Mich nervt es, dass sie das so gemacht haben. Das ist vor allen Dingen so unbegründet. Man kann da einfach nicht hin. Das ist einfach so. Wobei, wenn ich ehrlich bin, stört mich das jetzt nicht so, dass es nicht begründet ist, sondern dass einfach das so ist, weil ich hier oben hin möchte. Also hier auf die Ecke komme ich ja schon. Hier so. Aber hier, dann geht es nicht weiter. Mann. Ich meine, es hat einen gewissen Reiz, dass man erst die Gebiete mit der Zeit freischaltet, aber dass man sie überhaupt gar nicht betreten kann. Ja, okay, ist vielleicht so begründet, dass das halt noch nicht von der Erntegöttin wieder zurückgeholtes Gebiet ist, so quasi. Aber trotzdem könnte man es ja mindestens betreten. Naja, ist jetzt auch egal. Wir gehen jetzt zu Rowan. Huch. Achso, ich muss ja hier rein. Ich tue mal hin. So, Rowan. Digga. Da hinten ist er. Hi. Ich bin der Meister der Feldfrüchte. Willst du, dass ich dir helfe? Na, Logo, Digga. Überlass das mir, schon unterwegs. Coole Sache, das, Bro. So, aber wir können jetzt momentan nur einen gleichzeitig losschicken, ne? Ich will jetzt bei der Erntegöttin bleiben. Okay, das ist kein Problem. Wir können dann mit der Erntegöttin nochmal reden. Hallo. Frühling ist die Zeit der Erntegöttin. Glaub mir, ich habe viel mehr zu tun, als es scheint. Ja, das glaube ich dir gern. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht so sicher, was ich davon halten soll. So, gut. Gut, Roman kümmert sich jetzt hier so ein bisschen cross um die Sachen. Und ich möchte hier ein paar Löcher. Das Steinzeug kann ich noch gar nicht weghauen, ne? Das ist natürlich auch ärgerlich, weil ich noch keinen Hammer habe. Aber ich kann wenigstens hier so ein bisschen cool sein. So, looky looky. Bam! So wirklich viel kann ich, weil ich noch keinen Hammer habe, nicht machen, aber dass es wenigstens ein bisschen gerade aussieht und ein bisschen den Anschein von Professionalität hat hier. So. Das ärgert mich natürlich, dass ich das hier auch nicht wegmachen kann, aber naja. Man darf nicht zu viel erwarten hier. Aufhören. Ich kann natürlich hier noch eins runter gehen oder eins ganz hoch. Aber momentan kann ich hier nichts machen. Okay. Ups, das wollte ich nicht.
Warte mal, ich kann. Nein. Das hier mal wieder so. Wie mache ich denn das jetzt hier? So, ich kann da hier nicht lang. Danke, Spiel. Drüben, nee, es ist so, drüben ist es so chaotisch. Hm. Hier so, ne? Hier wird es schon gerne was hinsetzen, aber das geht ja nicht. Ich glaube, das Spiel verlangt das aber von mir, dass ich hier irgendwo was hinsetze. Das Spiel wartet darauf, dass ich hier irgendwo so einen Stall hinbaue. Ich kann natürlich auch alles runtermähen. Das wäre auch eine Option, anstatt alles hochzubauen, runtermähen. Soll ich das probieren? Da habe ich auf jeden Fall mehr Platz. Das probiere ich jetzt mal. Okay, dann hauen wir hier alles mal weg. Einmal bitte alles weg. Dann stand ich irgendwie in diesem krassen Modus. Ja, genau so. Oh ne, da sehe ich gar nicht, wo ich schon war. Krasser Modus, bitte zurück. So, okay. Kram. Ich mache einfach mal. Das kann jetzt ein bisschen kurz dauern. Oder ich mache am besten noch die ganzen Bäume. Damit meine ich diesen einen Baum hier auch noch weg. So. Es ist gerade so warm, Leute. Wir haben es kurz vor 4 Uhr nachts. Und es ist eine Hitze bei mir im Zimmer. 4 Uhr nachts und es schmelze. Meine Güte. Warum auf einmal? Die ganze Nacht jetzt nicht und jetzt auf einmal während des Spiele. Ich sag's euch, Harvest Moon ist so hot. Oh. Ich mach einfach. Hier beobachten sie einen Vollidioten da. Oh mein Gott, scheiße baut. Da hoch. Oh mein Gott. Ich hab. Oh Gott. Ich habe vor allen Dingen keine Ahnung, ob das jetzt überhaupt funktioniert am Ende, ja. Es kann auch sein, dass das Spiel sagt so, nö, kein Bock. Kannst draußen die Scheune nicht hinsetzen. Warum auch immer. Du kannst es einfach nicht, weil du uncool bist. Das kann gut passieren. Mhm. Werden wir sehen. Am Anfang ist hier eher alles noch ein bisschen chaotisch, würde ich mal sagen. Schauen wir mal. So, was habe ich jetzt hier? 5, ne? 5. Oh Gott. Okay. Gut, noch ein bisschen. Noch die zwei Reihen weg und dann probieren wir das erstmalig. Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Wir machen einfach. So, eine Sekunde noch. Und jetzt. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine größere ebene Fläche. Okay. Gut, probieren wir das jetzt hier mal aus. So, oder es ging nicht, weil ich den Architekt vorher nicht ausgewählt hätte. Das wäre natürlich das Oberpeinlichste. Wenn mir das vorher extra noch gesagt werden würde. Warte mal, Viehstall auswählen. Jetzt geht's. Gut. Zum Glück ist mir diese peinliche Peinlichkeit auf Bord geblieben. Hey, jetzt kann ich das auch hier in die Ecke knallen. Habe ich mich etwa verschätzt? Das ist echt groß. Fällt mir eigentlich gar nicht. Das ist viel zu groß. Und hier so. Muss für so. Okay. Änderung übernehmen. So. Kommt jetzt ein Schwurbeln und sagt, boah, hast du das geil gemacht? Nein? Okay. Ah, doch, jetzt. Einen Stall bauen. Bau einen Stall aus einem Instant-Gebäude. Gut. Haben wir erledigt. Gut, meine lieben Freunde, dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Jemele Let's Play Harvest Moon. Bye.